Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute habe ich den Sepp da von Planks. Sepp und ich, haben jetzt schon in den letzten Wochen einiges gemeinsam hinter uns, was das Thema VR-Kollaboration angeht. Und Sepp wird uns dort heute auch einen Einblick in die Lösung Raum gewähren. Das heißt, was kann man mit VR-Kollaboration eigentlich modern heute machen und wie ist der Einsatz da sinnvoll, um auch Arbeitsprozesse und nicht nur Lernprozesse, sondern auch Arbeitsprozesse zunehmend in einer virtuellen Umgebung zu generieren und im Team zu erleben und interaktiv Inhalte zu generieren. Und das ist natürlich hochspannend heute. Wie kann man das zusammen in solch einer virtuellen Umgebung machen? Ich wünsche viel Spaß. Nach dem Intro geht's los. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Talk mit Thorsten. Heute wieder auch einen besonderen Gast, den Sepp, nämlich von Planks. Hallo Sepp. Hi Thorsten. Ja, mich freut das Ganze natürlich besonders, weil, das will ich auch der Transparenz natürlich sagen, Sepp und ich, wir sind jetzt seit Monaten zusammen an verschiedenen Aktivitäten dran und wir werden eine heute vorstellen, ein bisschen konkreter werden und da mal schauen, was da Planks gerade macht, nämlich in dem ganzen Thema VR-Kollaboration. Aber bevor wir da einsteigen, Sepp, vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern mal so ein bisschen auch erzählen, was Planks überhaupt generell macht und gemacht hat in der Vergangenheit. Okay, klar, gerne. Wir sind eigentlich ein interdisziplinäres Studio für Kunden, die bei uns ankommen und sagen, wir brauchen eine neue Form von Applikation oder wir brauchen Mediencontent. Und dann entwickeln wir im Prinzip mit dem Kunden zusammen Kommunikationsmittel, basierend meistens natürlich auf Bildmedien, also das heißt, ob das jetzt Animationen sind, ob das Anwendungen sind und ob das VR und AR sind, da machen wir relativ viel. Und auch sehr stark im konzeptionellen Bereich tätig. In letzter Zeit machen wir sehr viele Innovationsprojekte mit Kunden, also Sachen, die die Welt nicht erblicken werden, aber das ist so Zukunftsvisionen mit Unternehmen einfach mal entwickeln intern, um zu schauen, wie kann man zum Beispiel neue Technologien anwenden, was könnten das für Mehrwerte sein im Unternehmen. Und ihr habt das ja auch in ganz unterschiedlichen Branchen in der Vergangenheit gemacht. Ich kann mich da entsinnen, ich habe schon Beispiele gesehen im Medizinbereich, ganze Telekommunikation, Industrie, also da seid ihr eigentlich sehr breit auch, was die, sag mal, Branchen und Unternehmen angeht. Ja, das ist absolut richtig. Also bei uns ist so, intern sagen wir, wir machen fast alles bis auf Make-up und Fashion zum Großteil. Alles andere ist bei uns schon mal aufgetreten. Das Einzige, was man sagen kann, was wirklich so ein klassischer Fall ist, es hat immer irgendwas mit Technologie zu tun. Ob das jetzt Entertainment-Sektor ist, ob das Energiebranche ist, das war alles schon da und für alle haben wir auch schon mal was gemacht. Ja, super. Und euch gibt's ja auch schon lange, weil man könnte ja mutmaßen, dass ihr zu einer Art Start-ups gehört, die es erst ein paar Jahre gibt, aber das ist ja nicht der Fall. Wie lange gibt's euch da schon? Uns gibt es, das ist jetzt eine sehr hybride Zahl, uns gibt es eigentlich seit 1999. Da hat das ganze Thema angefangen, sich zu gruppieren. Da waren wir aber noch keine Firma. Das heißt, da waren es einfach ein Konglomerat aus Leuten, die aus den verschiedensten Bereichen kamen. Die einen haben so Rich Media Web gemacht, die anderen haben Film gemacht. Ich kam aus dem 3D-Segment, dann hat man noch jemand, der aus dem IT kam. Und so hat sich eine Gruppe von Leuten quasi gebildet und wir haben gedacht, komm, dieses ganze Thema 3D, Internet, Video, Film wird irgendwann mal verschmelzen, weil damals gab es natürlich weder YouTube noch Sketchfab. Und 2000 haben wir dann die GmbH gegründet. Hm. So, und seitdem arbeiten wir halt in dem Bereich. Genau, jetzt sind wir ja heute auch so ein bisschen zusammengekommen, um ein ganz besonderes Thema auch anzusehen, das Thema VR-Kollaboration. Da seid ihr eingestiegen. Warum seid ihr da jetzt nachhaltig oder mit Corona auch in dieses Thema eingestiegen? Ja, da kann ich auch was zu sagen. Und zwar, wir machen ja seit jeher Business-Anwendungen für Unternehmen. Und so Mitte letzten Jahres habe ich irgendwie angefangen, darüber nachzudenken, welchen Einfluss hat eigentlich das ganze Thema XR, also alles, was jetzt über das Thema Brille geht, eigentlich auf unsere Gesellschaft? Und wenn man so anfängt, darüber nachzudenken, merkt man, dass das ein total spannendes Thema ist und dass es auch extreme Einflüsse hat auf unsere Welt, die wir heute kennen.
So, man kennt ja diese dystopischen Videos mit überall Werbung etc. Das ist die Negativseite, aber es gibt natürlich auch eine total positive Seite, wenn man sich überlegt, wie der Wohnungsmarkt heute aussieht, dass überall alles teuer ist. Und wenn man da das eine oder andere Büro zu einem Wohngebäude umbauen könnte, wäre das wahrscheinlich auch für viele eine sehr angenehme Sache. Und damit hat so das ganze Thema gestartet. Und ich dachte eigentlich, die Zeit ist so reif, das müssen wir machen. Und außerdem liegt das total in unserem Fokus, also Business-Anwendung, gute UX, schöne Grafik. Die Quest war draußen. Wir haben gerade angefangen mit der Quest, die zu beballern mit unseren ganzen Apps. Und dann dachten wir uns, komm, das machen wir jetzt mal. Und dann kam Corona und hat uns sozusagen in die Karten gespielt, weil wir dann irgendwie einen Monat Zeit hatten. Dann haben wir gesagt, okay, komm, jetzt bauen wir einfach mal einen Prototypen. Und so hat das dann im April 2020 wirklich gestartet. Und mittlerweile ist es eine ganz ansehnliche Anwendung geworden. Natürlich immer noch schön in Development. Es ist auch immer noch eine Beta-Version, aber aber man kann das ja auch sagen, wir sind dann ja auch im März eigentlich zusammengekommen, wenn man so will. Und ich konnte dann ja auch mit eurer Hilfe sozusagen jetzt seit April auch meine Business-Prozesse unterstützen, eben mit dieser Technologie, die ihr da jetzt letztes Jahr schon so angefangen habt, konzeptionell und dann immer mehr auch technologisch umzusetzen. Das heißt, heute nutze ich eure Raumlösung letztendlich technologisch für meine eigenen Beratung und Trainingszwecke. Und klar, wie du schon sagst, zwar Beta-Stadium, aber wie gesagt, ich kann da meine Business-Prozesse sehr gut mit unterstützen und auch die Teilnehmer finden das super. Jetzt ist ja die Frage für mich auch, warum, also wo seht ihr auch den Schwerpunkt in dieser VR-Kollaboration? Weil da kann man ja auch unterschiedliche Themen mitmachen. Man findet Lösungen, die sind im Party-Bereich unterwegs, Social VR, die können einfach Meetings und Events machen. Aber ihr geht ja schon auch nochmal einen anderen Weg und vielleicht kannst du da noch ein paar Worte dazu verlieren. Ja. Also ich glaube, um das mal von Anfang an zu machen, wir machen jetzt schon ein paar Jahre auch VR-Applikationen. Und was uns natürlich aufgefallen ist, ganz klassischer Fall, wenn jemand das erste Mal mit VR konfrontiert wird, heißt es, ey, wir könnten ja auch auf dem Mond, wir könnten ja auch auf dem Mars, wir könnten auch Wolken und wir könnten alles schwebend machen etc. Wenn man aber mal ein paar Tage damit sich beschäftigt und auch wirklich fast jeden Tag in dieser Technik drinsteckt, ist es eigentlich so, dass man doch eher was Normales haben möchte und nicht die ganze Zeit quasi diesem Wow-Effekt ausgesetzt sein. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten eigentlich das Büro der Zukunft machen. Wir haben uns überlegt, okay, die Zielgruppe ist eigentlich die, die eben nicht an spezieller Software arbeiten, also alle, die so mit Microsoft Teams arbeiten, die mit einem Miro oder Mural Board oder sowas arbeiten. Das ist eigentlich unsere Zielgruppe, weil die machen ihre Arbeit mit ihrem Kopf zu 90%. Das heißt, das ganze Thema Workshop, Brainstormen, Businessmodelle entwickeln, da wo man wirklich Teamarbeit hat, das ist sozusagen unsere Zielgruppe, die wir eigentlich ansprechen wollen damit. Jetzt entwickelt sich das Ganze natürlich so, dass auch viele Leute Events plötzlich machen, da ihre Teamsitzungen machen. Demnach machen wir jetzt natürlich auch noch eine schöne andere Situation, wo man sich vielleicht auch mal sozial einfach nur treffen kann, ohne irgendeine besondere Absicht, ohne besondere Gamification oder so, sondern einfach um diesen sozialen Raum, der uns ja durch Corona ziemlich abhandengekommen ist, wieder aufzubauen. Ich meine, das ist ja ein tolles Stichwort, sozusagen sozialer Raum. Ich kann mich treffen, ich kann Hände geben, ich kann mich abklatschen, wenn was super funktioniert. Das heißt, ich kann Emotionen letztendlich aufbauen und mit der VR auch eine gewisse Nähe wieder aufbauen und die Distanz zumindest verringern. Natürlich ist das anders, wenn ich das Präsenz machen würde, aber ich kann über die Entfernung und das auch weltweit Teams sich treffen lassen und interaktiv austauschen lassen. Wo siehst du denn da so jetzt auch aus eurer Optik die Entwicklung im Moment so in dem Markt, wo geht das ganze Kollaborationsthema hin? Ist das auf der einen Seite mit den Events messen, sage ich jetzt mal? Ist es eher das, was ihr macht mit dem Working sozusagen als Schwerpunkt? Oder gibt es auch noch andere Themen, wo du sagst, okay, da geht die Reise generell hin und ihr werdet ja weiterhin im Working euch, denke ich, ausrichten? Also ich glaube, von der Reise ist es so, alle Branchen und alle Bereiche werden irgendwann mit dem Thema XR konfrontiert werden. Das ist Training, ganz klar, da kennst du dich am besten aus. Das ist natürlich der gesamte kollaborative Teil, das ist der ganze soziale Teil.
Und es wird noch ganz viele andere Business-Bereiche geben, die davon einen Benefit haben. Ob das im Retail ist, ob das der E-Commerce 2.0 ist. Da gibt es ganz viele Anwendungsbereiche, die da später mit einfließen werden. Heute sind wir natürlich noch an einem Status, die Hardware ist nach wie vor nicht groß verbreitet. Das heißt, alle sind dabei, im Prinzip Anwendungen zu entwickeln. Jetzt poppen gerade Tausende von Kollaborationsanwendungen beispielsweise auf. Ich glaube, der Markt wird sich in den nächsten 6 bis 8 Monaten auch wieder bereinigen. Und dann werden vielleicht noch so 10, 15 etablierte übrig bleiben. Und dann war's das. Ich glaube aber, dass das Thema Training beispielsweise, das Thema Kollaboration, das Thema Socializing, aber auch das Thema Event und Messen, eigentlich merged. Also das heißt, je nachdem, wie die Werkzeuge sind, die man in so einer Software hat, kann man die ja multifunktional nutzen. Und das ist auch unser Approach, dass wir sagen, wir möchten in unsere Anwendung Raum so viele Werkzeuge reinbauen, damit man euch, die User, im Prinzip enablen kann, das zu machen, was ihr wirklich wollt und eure neuen Business-Konzepte darin verwirklichen könnt. Im Prinzip baut ihr eigentlich ein Framework, ein Interaktionsframework, wo ich eben ganz vielfältige Anwendungsszenarien abbilden kann und eben mit Hilfe der Technologie im XR-Bereich immersiv erleben kann. Also so kann man das eigentlich so ein bisschen an der Stelle zusammenfassen, oder? Ja. Die Frage ist ja, wir sprechen jetzt hier in Zoom. Jetzt ist ja die Frage, auch vielleicht den Leuten ein bisschen was zu zeigen. Und ich würde sagen, wir wechseln dazu einfach in die VR, oder? Das können wir gerne machen. Genau. Dann, Thorsten. Gleich, sozusagen. Ja, Sepp, erstmal sind wir hier in VR. Hallo erstmal. Wir sehen jetzt praktisch die Avatare, unser Abbild sozusagen von uns in der Wirklichkeit, in der VR jetzt. Diese Avatare, die kann man individualisieren und so weiter, das ist klar. Also das heißt, wir haben da natürlich ein bisschen geschaut, dass wir nach uns auch aussehen. Man sieht die Namen jetzt bei euch hier, die Sprechzeit. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen kurz erläutern, was eigentlich die Idee von der Raum-App sozusagen jetzt ist, wenn es darum geht, die einzusetzen im Unternehmen. Ja, also die Idee der Raum-App ist, das ist das Büro der Zukunft. Und wir möchten Teams und Menschen wieder dazu bringen, kreativ zusammenzuarbeiten und das wirklich auch im Team gemeinschaftlich. Das heißt, alles, was das Thema Brainstormings ist, Workshops sind und so weiter, dafür ist genau diese Anwendung gemacht. Und dafür entwickeln wir ganz viele Tools und haben auch schon einige Tools, damit unsere Kunden besser brainstormen können, neue Geschäftsmodelle entwickeln können, vielleicht auch Marketing-Themen sich aufbauen können. Im Prinzip das, was sie wollen, und wir möchten denen ein Tool unter die Hand geben, mit dem sie sich im Prinzip frei gestalten können. Weil das Spannende ist ja, weil du auch sagst, Marketing, hier steht man jetzt auch so im Hintergrund ein Auto, ich gehe mal ein bisschen zur Seite, dann sieht man so das Auto hier sozusagen, das wäre jetzt ja eine Möglichkeit, wo man auch ein Produkt sozusagen darstellen kann und hier eigentlich mit dem Kunden ein Verkaufs- oder Beratungsgespräch auch machen kann. Genau. Genau dafür ist es gedacht, dass man im Prinzip so eine kleine Showcase-Bühne hat, in der man sich auf der einen Seite vielleicht Verkaufsszenarien aufbauen kann, auf der anderen Seite vielleicht auch so Persona-Szenarien. Wie sieht es bei jemandem zu Hause aus? Wie müssen meine Produkte aussehen, wenn man die dorthin präsentiert? Oder einfach, dass man 3D-Objekte nimmt und mit denen visuelles Brainstorming macht. Man sieht jetzt ja auch nur einen Ausschnitt hier. Das ist ja ein mehrstöckiges Haus, wo wir uns befinden. Das heißt, hier gibt es mehrere Räume, die natürlich soundmäßig auch getrennt sind. Das heißt, wenn ich die Tür aufmache, Tür hinter mir zumache, dann hört mich auch keiner mehr draußen. Dann kann man dann natürlich auch, sage ich mal, Gespräche führen, die vielleicht nicht alle mitbekommen sollen und über Projekte sprechen, die letztendlich dort auch vielleicht mit Kunden dann Kundengespräche zu führen. Also das sind Möglichkeiten. Jetzt gibt es aber auch hier ganz viele Objekte, die ich jetzt hier schon im Raum sehe. Was kann man denn da alles machen? Vielleicht kannst du da so ein bisschen mal erzählen. Genau, also ich habe ja schon gesagt, wir haben relativ viele Workshop-Tools. Eins davon ist das Thema Blocks. So haben wir das ganze Kind getauft. Das habe ich mit dem Thorsten zusammen entwickelt. Hierbei geht es darum, dass man visuell Geschichten aufbauen kann. Und wir haben das jetzt hier mal ein bisschen vorbereitet und haben im Prinzip die Frage gestellt, was wollen wir mit virtueller Kollaboration beispielsweise machen? Und haben jetzt gesagt, wir möchten zum Beispiel das Thema
Training und Coachings uns mal angucken. Halten wir das für wichtig oder unwichtig? Da würden wir sagen, das ist ziemlich wichtig, beispielsweise. Wie sehen wir Meetings und Collaborations? Ist auch wichtig, im Verhältnis wahrscheinlich genau gleich. Und virtuelle Offices sind vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik und wir können quasi durch die Größe der Cubes bestimmen, welche Priorität sie hat. Und so kann man sich relativ schön ein Bild zusammenbauen mit, was wollen wir machen, wen laden wir ein, also wen möchten wir mit an Bord haben, zum Beispiel Experten wie den Thorsten. Warum machen wir das Ganze? Wir wollen eine bessere Work-Life-Balance haben, wir wollen uns bewegen beim Arbeiten und nicht den ganzen Tag hinterm PC sitzen, beispielsweise. So. Genau, das ist super. Also da sieht man ja jetzt hier, wie einfach das ist. Man kann einfach die Objekte nehmen, man kann die drehen im Raum, man kann die größer, kleiner machen mit zwei Händen. Also das ist extrem cool, wenn man so das Feeling auch mal beschreiben kann, wie einfach das ist, mit diesen Objekten zu interagieren. Genau. Und was man natürlich auch machen kann, man kann zum Beispiel einen Stift nehmen und weitere Informationen einfach auf so einen Block draufmalen. Ich mal jetzt mal ganz talentfrei hier ein Gesicht drauf. Man kann aber auch hergehen und zum Beispiel ein Sticky Note nehmen und kann das an so einen Block dran kleben, um dem zum Beispiel Zusatzinformationen zu geben und die bleiben dann auch immer connected. Und was vielleicht auch noch ein interessantes Thema ist, was bei uns ein ganz großes Ding ist, ist so die soziale Interaktion. Das heißt, wenn ich dem Thorsten einen Stift geben will, drücke ich ihm einen Stift in die Hand. Und wir können quasi uns auch wirklich wie im realen Leben einfach unsere Arbeitswerkzeuge teilen. So. Thorsten, ich gebe dir ein Post-it. Du gibst mir ein Post-it. Und ich gebe dir einen Daumen zurück, würde ich sagen. Und da kann man natürlich jetzt. Genau. Und das ist natürlich das Coole sozusagen, dass man jetzt total intuitiv die Dinge da machen kann. Und vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Es ist ja nicht nur jetzt Symbolik hier drauf möglich, sondern ihr habt da ja super Idee gehabt, Text zu schreiben in VR, immer schwierig. Aber was macht ihr? Genau, wir machen Speech-to-Text. Das heißt, man geht einfach ins Optionsmenü, drückt dann aufs Mikrofon und diktiert da was drauf. Während man diktiert, hören einen die anderen nicht, deswegen lasse ich das jetzt mal eben sein. Aber das funktioniert ziemlich gut, das funktioniert auch in verschiedenen Sprachen. Macht Spaß. Absolut, du hast jetzt hier auch noch ein Objekt, wo man hier so hat, das sieht man gleich, Kamera und so weiter, wo ich jetzt Selfie machen kann oder auch jetzt das Ergebnis sozusagen, was ich hier produziert habe, fotografieren könnte und so natürlich auch ein Foto machen kann zum Festhalten für die anderen, die vielleicht kommen, wo sagen, okay, oder für außen die Leute, die nicht dabei gewesen sind, wir gucken uns das Ergebnis mal an, was wir da diskutiert haben. Genau, das ist aus unserer Sicht mit der einfachste Weg, um eben komplexe Gebilde, die man hier baut, auch einfach zu transferieren. Eine Fotokamera kann jeder bedienen, Bilder kann auch jeder anschauen. Das hat also absolut keine technische Hürde und es ist super einfach zu bedienen. Und das Coole ist jetzt auch, ich komme dir jetzt mal ein bisschen näher, wir können natürlich auch soziale Interaktionen machen. Wir können uns die Hände geben zum Beispiel, wenn wir uns begrüßen, was wir heute nicht machen können. Wir können uns abklatschen, wenn wir was cool gemacht haben. Und das sind natürlich jetzt Dinge, die wir hier mit den Avataren ohne Probleme in der VR machen können, ohne Angst zu haben, dass wir vielleicht wegen anderen Krankheiten oder sonstige Rahmenbedingungen Berührungsängste brauchen. Und da geht natürlich die soziale Distanzierung geht da deutlich nach unten. Ja, absolut. Und auch das Gefühl, einfach mal wieder mit ein paar Kollegen zusammen zu sein, ist auch einfach eine ganz angenehme Sache. Absolut. Das soll so ein kleiner Einblick gewesen sein hier in die Raum-App. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen erläutert. Wie gesagt, jetzt vorstellen, das ist ein ganzes mehrstöckiges Haus mit verschiedenen kleinen, großen Räumen. Ihr habt ja auch eine Möglichkeit, so einen Konferenzsaal zu haben, dass man Vorträge machen kann. Also die Möglichkeit gibt es auch schon, ganz viele Interaktionsmöglichkeiten noch, die wir jetzt heute nicht gezeigt haben. Aber wie gesagt, wenn es euch das interessiert, der Sepp bei Plank steht natürlich da für Fragen jederzeit zur Verfügung. Absolut. Ihr könnt da im Prinzip auch ein Demo mal mit Sepp durchgehen und mal eine Tour sozusagen machen in der Raum-App, dass er besser noch versteht, was da so möglich ist und wie das auch aussieht. Ich danke dir erstmal, Sepp, für den kleinen Einblick hier in den Raum.
War echt cool. Wie gesagt, wir nutzen das jetzt mittlerweile schon zusammen immer wieder, uns A zu treffen, ja. Aber ich nutze es tatsächlich auch in die Business-Prozesse, im Trainingsbereich, im Beratungsbereich. Und ihr habt ja schon ein paar Kunden auch, die da unterwegs sind und erste Events damit auch machen und Kundenprozesse und auch Mitarbeiterprozesse genau. machen. Ja. Also cool, vielen Dank für deinen Einblick, wie gesagt, Sepp. Alles klar. Thorsten, vielen Dank und bis zum nächsten Mal in der virtuellen Welt. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, am besten gleich Kanal abonnieren, damit ihr kein Video verpasst. Wenn ihr selber mal interviewt werden wollt und dort auch vielleicht ein Projekt vorstellen wollt, ob jetzt als Anwender, Unternehmen oder als entsprechenden Anbieter, dann sprecht mich einfach an, dann diskutieren wir darüber kurz und schauen, ob das passt. Und dann sehen wir uns vielleicht sogar mal hier als Interviewpartnerin oder Partner. Würde mich auf jeden Fall freuen. Kanal abonnieren, Daumen hoch. Euer Thorsten Fell, bis zum nächsten Mal.